Wir gehen mal weiter. Ich werde ja nicht direkt angesprochen, glaube ich. Wäre dumm. Ich weiß nicht, wer als nächstes kommt. Ehrlich. Schauen wir mal. Boden? Ist das Boden? Ist das die mit dem Mordort? Könnte es sein. Oh, wir haben nichts gegen Boden, oder? Doch, wir haben Wasser-Pokémon. Wir haben zwei Wasser-Pokémon gegen Boden, theoretisch. Aha, wir haben ein Pokémon gegen Boden. Ja, das ist so semi-optimal. Ich würde sagen, wir starten mit Knackrack rein. So, wen haben wir denn da? Einen niedlichen Trainer mit einer ordentlichen Portion Mumm. Aha, ich heiße Theresa und ich bevorzuge Boden-Pokémon. Zeig einer alten Dame wie mir doch mal, was du alles gelernt hast. Zu weinen habe ich gelernt. Weine, Junge. Okay. Morlord. Oh. Pflanzen-Pokémon, das wäre jetzt schön, wenn ich das im Team hätte. Wir hauen einfach drauf. Ich habe übrigens AP Plus auf mein Erdbeben eingesetzt, falls ihr das nicht sehen könnt. Oh, shit! Okay. Was macht... Nein, du hast keine Über... Morlord. Wieso hast du Überreste? Ich hätte jetzt zweimal Drachenklaue draufgehauen und dann wäre es das hoffentlich gewesen, aber so... Oh, warum ist es im roten Bereich? Nein. Oh, nee. Warum hast du dir in der ersten Runde überlegt, ich setze Erdbeben ein? Komm schon, gelber Bereich. Ja. Nervig, Morlord. Nervig. Das Problem ist, gegen Wasser und Boden ist nur Pflanze effektiv. Oh, sie hat es trotzdem geheilt. Warum? Oh, der Zufallswert. Oh, ich habe halt nichts. Oh! Na, wir gucken mal, wie viel Drachenklaue so an Schaden macht. Und nächste Runde dann erstmal. Dankeschön. Ja, okay. Das war nett. Das macht's irgendwie besser. Wie wär's, wenn du aus Liebe zu mir deine Vergiftung heilst? Hm? Nein. Gott. Wer ist... ja, Wasserboden. Ich hasse Wasserboden. Das macht mich fertig. Wasser und Boden ist keine gute Kombination für mein Team. Gar nicht. Hi. Kannst du irgendetwas gegen mich? Eventuell die Spezialverteidigung senken oder vielleicht verbrennen. Oh, schön. Oh, und doch mal den Zusatzeffekt. Ja, also heute gönnt das Spiel, aber hey, nach dem Crit gerade eben. Okay, ich nehme es zurück. Warum freue ich mich eigentlich? Oh ja, Eisstrahl, geil, klasse. Warum kannst du Eisstrahl? Okay. Weg damit. Jetzt, warum hast du nicht vorhin gecrittet? Wir hätten uns das Ganze mit dem Kack-Dampfwalzen-Crit sparen können, wenn du vorhin schon Folterelfert hättest. Ah, das war ja unnötig. Fies. Ich bin mir ziemlich sicher, das macht das Spiel mit Absicht. Was für Mogelbaum-Boden-Pokémon. Piotragiforn war übrigens auch kein Käfer-Pokémon.
Warum setzt sie das ein? Ich bin gerade echt verwirrt, warum sie das einsetzt. Ich denke, wir setzen das ein und ich heile es. Okay. Mogelbaum. Das Boden-Pokémon. Aha. So. Erstmal. Wo ist es denn? Top-Genesung. Bitteschön. Jetzt kommt einfach die Drachenroute. Ich sag's euch. Yay, sei mir dankbar. Gern geschehen. Oh. Das hätte als normale Attacke sowieso nicht viel Schaden gemacht. Oh, ich hasse das. Man fühlt sich so, als würde man cheaten. So, Erdbeben. Es hat keine Robustheit, ne? Ich denke, das sollte one-hitten. Ja. Yes. Gut gemacht. Fein. So. Geowatz. Wie viele Pokémon hat sie eigentlich noch? Hat sie nur noch Geowatz oder hat sie danach noch eins? Geowatz. Lass mal kurz überlegen. Ob ich da wechsle oder ob ich da drin bleibe. Die Schnecke sieht halt nicht so gut aus. Deswegen würde ich eigentlich drin bleiben, glaube ich. Und Erdbeben. Das hat sowieso Robustheit. One-hitten werden wir das sowieso nicht. Ja, gut. Vielleicht hat es ja keine Robustheit. Was denke ich mir eigentlich, Geowatz? Jetzt kommt der Drachenzahn. Oh nein, viel netter Steinpolitur. Sie heilt das jetzt sowieso. Ist doch Schrott. Gut, wir setzen Dampfwalze ein. Dann ist es auch wieder langsamer. In der Geschwindigkeitskategorie, in die ein Geowatz gehört, ist es dann wieder. Auf geht's. So. Sehr schön. Na, oh, bist du jetzt wieder langsam. Traurige Geschichte. Ich habe nur noch einen neuen Erdbeben, aber ich habe ein Äther. Ein Äther habe ich dabei. Easy. So, sehr schön. War das das letzte oder kommt noch eins? Theresa, hast du noch was? Hippoterus. Doll. Hippoterus. One-hitten wir das mit Lake, ist die Frage. Warum habe ich da eigentlich Lake drauf? Habe ich keinen Surfer? Das Problem ist, wenn es Erdbeben hat, habe ich halt echt ein Problem. Deswegen würde ich lieber die Schnecke einsetzen. Die halt... Das ist halt echt Mist, dass mein Wasserstarter einfach sehr effektiv von Boden-Pokémon getroffen wird. Leute, das ist einfach Mist. Warum habt ihr für Plinfa gestimmt? Das war mit Absicht, oder? Das war böse Absicht. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Wir heilen jetzt erstmal. Bitteschön. Yay. Wow. Oh, shit. ja, das war so semi-optimal. Okay, gut. Es wird jetzt nochmal Erdbeben einsetzen. Aber hat es eine Eisattacke vielleicht? Oh, meine Verteidigung ist halt minus, ne? Die Frage ist, ich bin mir nicht sicher, ob Balui das One-Hitten kann. Guckt euch die Schnecke an, das war neutral. Und die hat schon echt gut Schaden durch das Erdbeben bekommen.
Aber sie hat auch eine schlechtere Verteidigung. Ich würde sagen, wir wechseln in Günther rein. Der kriegt keinen Schaden durch das Erdbeben. Dann wird er auf was anderes wechseln. Dann wechseln wir Balui rein. Und Balui kriegt, ist hoffentlich schneller. Scheiße, der Sandsturm. Was hat das für eine Fähigkeit? Nein, das hat es Sandsturm als Fähigkeit. Alles gut. Dann wechseln wir Balui rein. Und der haut das hoffentlich mit einer Wasserdüse weg. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es wird. Günther, komm schon, mach Erdbeben einfach. Oh ja, stimmt, Bedroher. Ja. Okay. Okay, es läuft nach Plan. Autsch, Günther. Okay. Bluey? Bitte mach nicht nochmal Erdbeben, aber es wäre richtig dumm. Oh, der hat einfach Eiszahn. Läuft bei ihm halt. Okay. Komm schon. One-Hit-es. No. Ah. Oh, gut. So könnt ihr euch meinen Blick vorstellen, als Balui überlebt hat. Das Problem ist, sie heilt es jetzt. Nein, sie heilt es nicht. Hasst sie, ihr Hippoteros. Himmels Willen. Ah. Das war nicht gut. Das hätte besser laufen können. Okay. Obwohl ich verloren habe, muss ich doch irgendwie grinsen. Ja, ich auch, aber aus Gründen einer Nahtoderfahrung. Es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie Trainer und Pokémon zusammenarbeiten, um einen Sieg zu erringen. Das ist es schließlich, was wahre Stärke ausmacht. Haha, ich glaube, euch hält so schnell keiner auf. Außer dein Hippoteros. Das war nicht nett. Das war gar nicht nett. So, okay. Team. Das will ich nicht. Dankeschön. Hypertrank. Reicht bei Balui? Nein, einfach ein 2 KP nicht. Was für ein Mist ist das denn? Okay. Was ist Nummer 2? Nein, 3. Alles gut. Ich habe einen Puls von 100, also ist noch alles okay. Sagt meine Fitbit. Also, alles gut, alles hält sich im Rahmen. So, ich habe keine Ahnung. Ach ja, Ignaz. Okay, ich habe doch Ahnung. Feurio. Okay. Ignaz. Ich musste mich kurz eine Sekunde sammeln. Weiter geht's. Wir starten mit Knackrack, würde ich sagen. Ignaz. Hey Trainer, ich kann es kaum erwarten, dass du endlich hier auftauchst. Ich hab... Hallo Katze, schön, viel Spaß beim Shiny Hunt oder so. Ich hab gehört, dass du einen Sonderweg mit Volkner gemacht hast. Du hast sein Feuer für Kämpfe wieder entfacht. Daher brenne ich darauf, dir endlich im Kampf begegnen zu können. Auf geht's. Ignaz. Er startet mit Galoppa. Die Frage ist, was für Feuer-Pokémon setzt der ein? Es gibt nur den Starter und Galoppa und Magbrand. Das sind die einzigen Feuer-Pokémon, die es in dieser Generation legal zu erwerben gibt. Ich würde sagen Erdbeben und dann ist es One-Hit eigentlich safe. Es ist schneller. Wut? Oha. Leute, was geht hier denn das alle online? Ich muss mich hier konzentrieren. Und weinen. Vor allem weinen. So, Balui, Level up. Sehr schön. Schlappohr. Was für Schlappohr? Was für Feuer-Pokémon? Nur weil es Feuerschlag kann, ist es kein Feuer-Pokémon, Leute.
darüber müssen wir echt mal reden. Das ist kein Feuer-Pokémon, nur weil es Feuerschlag kann. Ich hoffe, es kann wegen des Feuerschlag. Ansonsten erschließt sich mir gar nicht, was das soll. Okay. Ich würde sagen, Ableithieb und gib ihm, ne? Auch wenn wir nur noch 6 davon haben, was echt ungut ist. Das ist echt immer das Schlimmste an der Liga, dass man nicht zwischendurch Angriffspunkte aufheilen kann. Aufleveln. So, Freundchen, das war's. Das war eine schnelle Begegnung. Gut. So will ich das sehen. Was? Wartet. Warum bin ich verliebt, aber es ist tot? Stalos. Bin ich jetzt immer noch verliebt? Ich hoffe mal nicht. Das wäre halt echt dumm. Ja, eigentlich muss ich jetzt wieder Ableitieb machen. Okay. Was für Stalos eigentlich? Das ist Stahl und Boden. Hör auf! What? Wow! Wow, was macht denn das mit Eisenschwalb so viel Schaden? Fuck. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich meine, Metallis hat keine geile Verteidigung, aber dass das Ding mit Eisenschwalb so reinhaut, huch. Ja, den Crit hättest du mal davor machen können, dann wärst du dich fast gestorben durch Eisenschwalb, ehrlich. Kann ich kurz 2 Minuten haben? Damit habe ich null gerechnet, dass das Ding derart viel Schaden macht. Wow. Trifft Zeppeli das Feuer-Pokémon. Feurio. Ja, das ist das Problem damit, dass es keine Feuer-Pokémon diese Generation gibt. Da denkt sich der Feuertopf hier. Er setzt ein Trifft Zeppeli ein, nachdem er ein Normal-Pokémon und ein Stahl-Boden-Pokémon, was besonders absurdes, eingesetzt hat. Was kann das? Kann Stalos Flammenwurf lernen? Feuerzahn? Also das Stahlboden-Pokémon ist sehr absurd. So. Funkensprung? Funkensprung. Wir machen Funkensprung. Es ist natürlich schneller und es setzt fucking Irrlicht ein und trifft damit. Natürlich. Mann! Wow! Das war ein Crit! Ja, wenigstens das. Wow! Das war einfach ein Crit. Ich fasse es ja nicht. Hat das Ding so eine gute physische Verteidigung? Ich meine, ich bin verbrannt. Klar mache ich dadurch weniger Schaden, aber so viel weniger. Ist das Ding fast voll? Wie viel Schaden hat denn das da bekommen? Jo, erstmal Komprimator. So spielen wir also. Aha, Ignaz. Gut. Das war wieder ein Crit. Ja, okay. Ich fühle mich mal wieder, als würde ich cheaten, muss ich sagen, dank diesem Wert. Aber okay. Ihr seht, ich lande ohne das nämlich gar keine Crits. Oder landet man sowieso keine Volltreffer mehr, ohne dass die Freundschaft hoch genug ist. Weil ich hatte noch keinen einzigen anderen Volltreffer, außer durch diese Freundschaft. Panferno. Ich habe die Befürchtung, dass das einen Donnerschlag können könnte. Die Frage ist... Also das hier wird auf jeden Fall einen Schlag fressen müssen, weil es langsamer ist. Das hat zwar die erhöhte Spezialverteidigung, bringt aber nichts, weil das nur physisch angreift. Ich habe Angst vor einem Donnerschlag oder Donnerzahn. Nein, Donnerzahn wird der Affe nicht können, aber ein Donnerschlag wäre halt echt uncool. Hatte das Fokusgurt? Ich meine,
Das hat einen Fokusgurt, oder? Hat nicht Balui oder bei irgendjemand habe ich das gesehen, dass das einen Fokusgurt hatte. Das heißt, wir kriegen das sowieso nicht gewonnen-hitted. Das heißt, das Pokémon, das da jetzt reinkommt, wird auf jeden Fall einmal einen Schlag von ihm aushalten müssen. Dann wechseln wir vielleicht das hier besser ein, aber das hat auch kaum physische Verteidigung. Oder das hier? Vielleicht ist das die beste Wahl. Das Knackrack. Nein, was wechselst du denn hier jetzt? Knackrack. Ich denke, Knackrack ist tatsächlich die beste Wahl. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Knackrack sollte eigentlich einen Angriff von ihm gut aushalten können. Ich würde sagen, es one-hitted das, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er nur einen Fokus gehört. Also wird das mit one-hitten nix. Ja, ich auch. Boah, was für ein cooler Effekt ist das denn gewesen? Kann mir eigentlich nichts, ne? Mit einem Nahkampf. Es macht halt nur normalen. Eigentlich sollte ich das aushalten können. Bitte. Oh nein, das Gecheatete. Wisst ihr, eigentlich freue ich mich, aber eigentlich rege ich mich auch drüber auf, weil es sich irgendwie so falsch anfühlt. Okay, mit Dampfwalzer habe ich es sowieso nicht gewonnen, hätte, aber ehrlich gesagt habe ich damit auch gerechnet. Aber ich denke echt, es hat einen Fokus gut. Ich meine, ich habe das gesehen. So, ich habe es jetzt langsamer gemacht. Er wird es jetzt teilen. Dann habe ich nochmal Dampfwalze, dann ist es nochmal langsamer. Und dann sollte ich es outspeeden, auf jeden Fall. Und dann würde er mich nicht nochmal angreifen können. Ist jetzt mein Plan. Außer es hätte eine Erstschlagattacke. Das könnte es sein. Aber ich hoffe, er setzt das nicht ein. Ich hoffe, er ist dumm und weiß nicht, dass er jetzt zu langsam ist. Ignaz. Ignaz, du verschwendest meine Angriffspunkte. Macht er das mit Absicht? Leute, ich glaube, er macht das mit Absicht, ehrlich. Dampfhalse. Und weg. So. Panferno. Abgehakt. Ignaz, ebenfalls abgehakt. Level up! Ja! Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe dich zwar nicht unterschätzt, aber ich bin auch nicht eine Sekunde davon ausgegangen, verlieren zu können. Das ist schon fantastisch. Und deine Pokémon seid richtig inspirierend. Es sieht aus, als wäre er voll inspiriert, dazu aufs Klo zu gehen. Okay. Huff, ich glaube, ich habe mir die Augenbrauen versenkt. Ich glaube, ich könnte weinen. Leute. Okay. Ich brauche immer wieder so eine Minute zwischendurch. Yo. Dann heilen wir jetzt eben mal. Ich muss mich kurz sammeln eigentlich. Ich brauch kurz eine Pause. Vielleicht machen wir kurz eine Pause mit aufnehmen. Damit ich durchatmen kann. Aber so, es ist spannend, ja? Ja, ihr könnt nicht sagen, dass das nicht spannend wäre, so. So ist viel interessanter. ich suche was zum Heilen. Hier ist was zum Heilen. Oh, der Eisenschweif war hart, ne? Das war... Okay, ich würde sagen, Leute, wir machen hier eben einen Cut. Für mich nur ein Cut, für euch ist es ein Tag warten bis zur Folge morgen. Wie weit wir kommen, ich bin zufrieden. Wie gesagt, ich bin Level, definitiv vom Level so, dass es schwierig ist. Und so, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wir Cynthia nicht schaffen. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen, wie eng es mit Cynthia wird. Ich bin zufrieden mit allem Ergebnis jetzt, wo wir so weit gekommen sind. Ich wollte es am Ende spannend, deswegen habe ich auch ehrlich gesagt, neben der Tatsache, dass ich keine Lust mehr hatte zu leveln, habe ich mir gedacht, hey, wir wollen das schaffen, aber wenn, dann nur, dass es wenigstens hier spannend ist, trotz OP-Teiler. Also,
Es wird nicht langweilig werden, das kann ich euch sagen. Wir gehen heute zum letzten Top 4 Mitglied und schau mal, was die, der, das für uns bereithält. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, wer das letzte Top 4 Mitglied ist und welche Pokémon Geist? Psycho? Ich bin mir nicht sicher. Naja. Okay, auf geht's, Leute. Unser vorletzter Kampf in dieser Nuzlocke. Ja, gutes Timing. Ich habe gerade mein Buch beendet. Erlaube mir, dass ich mich vorstelle. Mein Name lautet Lucian und ich setze Psycho-Pokémon ein. Dass du es so weit geschafft hast, spricht für dein Können. Doch nun stehst du dem gegenüber, der als Stärkster der Top 4 bekannt ist. Und ich gedenke, diesem Ruf gerecht zu werden. Deshalb werde ich so richtig Vollgas geben. Mach nicht. Okay. Lucian. Auf geht's. Es tut mir übrigens leid, falls ich wenig rede, aber ich muss denken und reden und denken gleichzeitig. Leute, das funktioniert nur so semi-optimal. Ehrlich. Nachdem ich jetzt seit 6 Jahren das 5 Jahren das hier mache, das funktioniert nicht. Okay, Pantymos, hey! Sehr gut. Ist das ein One-Hit? Boah, das wäre schön. Lichtschild, Pantymos, nein. Boah, warum denn nicht Reflektor zuerst? Warum Lichtschild? Oh, das Lichtschild. Oh, das war ein Crit. Kack, Lichtschild. Oh, oh. Ja. Ja. Erstmal Helio. Hoffen wir mit dem gesenkten Spezialangriff kriegen wir es dann. Ihnen eine 2? 2. Schlägen down. Oh nein. Komm nochmal Spezialangriff senken. Nein. Das wird ja schon wieder nix. Ja. Hauptsache es holt nicht noch den... Fies. Hauptsache es holt nicht noch den Reflektor noch dazu raus. Oh, komm schon, ey. Puh. Er heilt's nicht nochmal. Aber wenigstens hat er nicht noch einen Reflektor rausgeholt. Weil ganz ehrlich, wenn das Ding Lichtschild kann, kann es auch Reflektor. Und das Lichtschild sollte jetzt ziemlich bald vorbei sein. Viel haben wir davon nicht mehr und das ist gut so. Und auch, dass es keinen Reflektor rausgeholt hat, ist gut. Weil ich vor allem physisch, glaube ich, angreifen muss gegen Psycho-Pokémon mit Knirsche. Oh, yeah. Oh, Leute, Meditalis. Ach, herrje. Das kann sicher ein Elektro- oder Eis-Hieb. Eins davon kann es safe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist, reicht ein Aeroass aus, um das rauszunehmen? Oder versuche ich es mit einem Sturzflug? Weil eigentlich sollte ich mich damit nicht one-hitten. Aber ehrlich gesagt macht mir das Angst. Und ich bin mir sehr sicher, dass das Donnerstark oder sowas hat. Aber ich denke, mit einem Sturzflug würden wir das one-hitten. Ihr seht, das sollte auch gut überlebbar sein. Wir gucken uns mal den Bericht von meinem Meditalist an. Es hat keine schlechten Verteidigungswerte. Die Frage ist, wenn wir das nicht one-hitten und es dann einen Donnerschlag draufhaut, von dem ich halt ausgehe, dass es den hat, dann habe ich mich selbst schon angeschlagen und krieg dann noch was Stabbiges, was sehr Effektives drauf. Step wäre eine Psychoattacke oder Kampfattacke, das wäre okay für mich. Mach einen Turmkick und fall hin. Das wäre voll okay. Oh, schön. Ja, stimmt. Ich werde gestern mal den Bedroher. Das ist sehr nett. Ich würde halt 180er Stärke. Ich kann nicht hingucken, ey. Oh, es wird nicht reichen. Oh, es hat doch gereicht. Ich bin so pessimistisch. Okay. Gut gemacht, Günther. 2 von 5 down.
Wen haben wir als nächstes? Girafarik. Ernsthaft? So ein Dulli? Ich würde ja eigentlich hier jetzt mit Knirsche. Kann ich noch jemand? Ah ja, du hier. Du kannst auch. Den setzen wir ein. Ich würde das hier einsetzen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß, dass er Simsala hat. Und Bronzong, glaub... Hat er, oder? Passt das? Ja. Hat er noch einen Bronzong? Ich glaube, er hat noch einen Bronzong. Bronzong dürfte Schwebe haben. Das heißt, wir haben da echt ein Problem mit dem Bronzong. Da müssen wir auch mit Knirscher draufhauen. Dafür brauchen wir Knackrack für das Bronzong. Weil das nicht von... Ich denke, das hat bestimmt einen Erdbeben-Bronzong. Das heißt, ich kann hier Luxtra nicht einsetzen. Wir machen jetzt erstmal Girafarik weg, bevor ich schon viel weiter bin. Jetzt kommt das mit Strauchler. Ach, das wäre kacke, bitte einfach nicht. Nein, warte, Strauchler macht ja gar keinen Schaden. Erdbeben natürlich. Bizarro-Raum. Okay. Das macht mir Sorgen, ehrlich gesagt. Oh, wow. Für ein Dulli Girafarik? Ich mag ja Girafarik nicht, das war beeindruckend. Der hat den Crit, mach ihn doch nicht immer dann, wenn es egal ist. Ich hasse das. Da muss es auch gar kein Volltreffer landen. Simsala. So, Simsala. Wenn Girafarik schon so Schaden gemacht hat, will ich nicht wissen, was Simsala tut. Ich würde sagen, wir wechseln. Oh, das kann ja auch noch Raub, richtig. Simsala können aber gerne mal Donnerblitz oder so ein Müll. Deswegen würde ich hierzu tendieren. Und es einfach mit voller Kraft weghauen, hoffentlich. Bizarro-Raum. Bin ich jetzt schneller oder lang? Ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, die sind relativ gleich schnell. Damit bin ich zwar sehr effektiv, aber hiermit haue ich mit Step rein. Komm schon, sei langsamer, schneller, was auch immer. Ja. Komm schon, es ist nur ein Simsala. Das hat gar keine Verteidigung. Sehr schön. Gut. Okay. Alles klar. So. Lichtschild ist jetzt erst weg. Und ich so, ja, jetzt haben wir da das Lichtschild fast weg. Das Lichtschild hält einfach bis zum letzten Pokémon. Sehr gut. Bronzong. So ein Feuer-Pokémon wäre jetzt echt nice. Haben wir aber nicht. Also bleiben wir bei Knackrack. Was kann ich jetzt tun? Aufgeben. Das wäre fantastisch. Gib einfach auf. Okay. Ja, sehr effektiv. Ich bin mir aber 100% sicher, dass es Schwebe hat. Also knirschen wir da jetzt rein. Ja, natürlich ist es dadurch jetzt schneller. Gegenstoß macht jetzt noch keinen Schaden. Aber wenn ich dann seine seine Kappe... Oh nein! Ach, scheiße, ey. Oh, wow. Okay. No, bitte nicht wieder zurück in den grünen Bereich. Nein, ich habe mir so... Wir sind einfach da, wo wir waren, bevor ich Drachenklaue eingesetzt habe. Das ist ja mal nervig des Todes. So, jetzt. Toll. Hättest du mal lieber Erdbeben eingesetzt, das wäre mir irgendwie lieber gewesen. Das sollte jetzt aber eigentlich reichen, möchte ich meinen. Bitte critte nicht. Das wäre unlucky. Ja, vorhin hat Erdbeben viel weniger Schaden gemacht. Was ist passiert? Zufallswert. Okay. Leute, Top 4 besiegt. Das ist doch schon mal was. Jetzt noch Cynthia, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir Cynthia schaffen. Weil ich hier schon echt kritische Momente hatte mit denen hier.
Glückwunsch, du hast die Top 4 geschlagen. Das heißt aber noch nicht, dass du jetzt schon an der Spitze angelangt bist. Da gibt es nämlich noch den Champ. Und sei gewarnt, denn der Champ ist noch viel stärker als die Top 4. Geh durch diese Tür, um dich dem finalen Kampf zu stellen. Nein. So, die Frage ist, mit was fängt Cynthia an? Was ist Cynthias Plan? Okay. An Tränken wird es schon mal nicht scheitern. Aber das hatte ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es daran scheitert. Scheitert eher daran, dass ich weinen werde, wenn ich Cynthia sehe. Ich werde einfach Cynthia sehen und anfangen zu weinen und dann ist der Kampf vorbei.